Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Gibt's noch was neben Essen, Servieren und Kochen? Irgendwas ist da vorne. Was ist hier vorne? Okay, wir nehmen das Essen und servieren es. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Android. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Der Typ ist vollkommen dicht. Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Ja. Hör auf mit den Drogen dort. Ja. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Oh. Nein. Hat er nicht gemacht. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Nein. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Beweg dich nicht, Scheiße. Ich will der Kleinen helfen. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Für die Familie. Aber nein! Ich will der Kleinen helfen. Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Hm. Oh, die kleine Mistkarte! Oh, es ist alles ihre Schuld! Ich habe echt Angst jetzt um die Kleine. Yeah.
ist sehr wütend. Dir muss eine Lektion erteilt werden. Nein. Eine verdammte Lektion. Ich will nicht, dass der Kleinen was passiert. Ich will nicht, dass der Kleinen was passiert. Ich kann nicht mich nicht bewegen. Ich hätte vielleicht schon früher was machen sollen. Los jetzt, lauf! Und zwar sofort. Verstanden? Nein. Lassen Sie Alice sofort Gott. In Ruhe. Hätte ich früher was machen müssen? Du kommandierst mich um. Das kann gar nicht sein. Du bist ein verdammter Klumpen Plastik. Alice geht zum Fenster raus. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Sag der Kleine, sie soll zum Fenster raus! Nein! Oh, Scheiße. Habe ich das Falsche gemacht? Habe ich das Falsche gemacht? Ich kann mich halt nicht bewegen. War ich zu langsam? Ich war zu langsam. Nein! In den Bus. Oh mein Gott. Ich bin weggelaufen. Mit der Kleinen. Ich. Oh mein Gott. Das geht gar nicht. Jedes Mal, wo ich jetzt falsch gedrückt habe, ist mein Herz in die Hose geritscht. Das ist... Oh. Oh mein
Oh mein Gott, und es gibt so viele Möglichkeiten, wie das hier hätte ausgehen können. Und wo hat's angefangen? Todd wird wütend. Wir hätten stehen bleiben können. Hier unten ist die Möglichkeit, wir hätten stehen bleiben können und tatsächlich nichts tun können. Gar nichts. Das kann ich nicht. Hier werde ich dann zum Abweichler. Ich hätte wahrscheinlich vor Todd nach oben gehen können. Und dann guckt euch an, wie verzweigt das hier war mit den ganzen Entscheidungen. Jedes Mal, wo ich mich verdrückt habe oder... Oh. Ja, hier Alice nach Todd erreichen. Ich hätte so wahrscheinlich auch irgendwann Alice vor Todd erreichen. Hätte ich so vor Todd erreicht, hätte man wahrscheinlich einfach durchs Fenster fliehen können, indem ich vorher abgehauen wäre. Aber nein, ich habe zu lange gewartet. Heftig. Oh, es ist heftig. Ich hätte auch den Bus verpassen können. Aber mit dem... Boah. Boah. Heftig. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Okay, dann mal los ins Wohnzimmer. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Na dann, schenken wir einen Scotch ein. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, bestimmt nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Carl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Magst dich zu wehren, du blöder Arsch! Thank you.
Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Komm, nein! Nein, Karl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Mann, nein. Nein. Dad. Er hat Dad gesagt. Bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Es war der Android. Was? Aber er hat doch gar nichts gemacht. Wir sind tot, oder? Er wäre so oder so gestorben. Ich hätte Studio auch ohne ihn überprüfen können, aber ich glaube das. Aber im Prinzip, wieso hätten sie mich erschießen sollen? Ich meine, wir haben die Polizei gerufen zusammen mit Karl. Also warum hätte Markus jetzt sterben sollen? Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Das Spiel ist einfach so heftig. Das perfekte Zusammenspiel aus Musik und Entscheidungen. Und man wird so reingezogen. So reingezogen. Und dann will einfach immer weitermachen. Immer weitermachen.